Hallo, einige haben gestern ja mein Video zum SWR-Beitrag über die Leipziger Buchmesse mit dem Themenschwerpunkt Cosplay gesehen. Mittlerweile ging vom Verfasser eine Antwort an die unzähligen empörten Cosplayer und Anime-Fans raus. Kurz zusammengefasst schilderte er darin, dass er Cosplayer sowie Anime- und Manga-Fans nicht in der Gesamtheit negativ benennen wollte, sondern eher auf die Einzelfälle hinweisen, wo Cosplayer wirklich schlecht aufgefallen sind. Die Manga Comic Con selbst hat sich nun auch zu Wort gemeldet und garantiert, dass besorgte Zuschauer und Leser sich keine Sorgen machen müssen und Cosplay, Anime und Manga weiterhin bestehen bleibt. Falls ihr euch beide Artikel in voller Länge durchlesen wollt, sind sie in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem möchte ich auf ein weiteres Thema aufmerksam machen, das auf der LBM für Aufsehen gesorgt hat. Der Stand von KSM Anime wurde über Nacht von Sonntag auf Montag bestohlen und nahezu zerstört. Ich zitiere: Wir bitten um eure Hilfe. Wer kennt die Täter? Bitte schreibt uns eine Mail. Natürlich werden wir uns erkenntlich zeigen, sollten wir einen Hinweis von euch erhalten, welcher zur Festnahme der Täter führt. Unglaublich, was es für Menschen gibt. Sollten euch irgendwo unsere T-Shirts, Gintama die Serie oder unsere Elfenliedbox angeboten werden, bitte gebt uns Bescheid. Bitte den Beitrag teilen. Das war's mit den aktuellen Meldungen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.